Moin, liebe Leute. Was wir heute machen, ist eine absolute Premiere für mich. Ich habe das vorher noch nie gemacht, weil ich immer dachte, dass bestimmte Dinge für die meisten von euch einfach nicht interessant sind. Und um ehrlich zu sein, fällt es mir immer noch schwer zu glauben, dass euch bestimmte Dinge scheinbar eben doch interessieren. Wie dem auch sei, ich fordere euch in meinen Videos immer wieder dazu auf, mir eure Fragen zu stellen, wenn euch zu einem bestimmten Thema noch irgendwas unklar ist oder ihr sonst irgendwelche Fragen habt. Dabei denke ich dann eher so an Fragen zu technischen Dingen wie Blenden, Framerates, Kameras im Allgemeinen oder von mir aus auch an Fragen in Bezug auf mein Wohnmobil, wie ich meine Wäsche wasche oder so. Solche Fragen gibt es auch, aber wenn ich mir eure Fragen so durchlese, dann scheinen euch ja offenbar auch ganz andere Fragen zu beschäftigen. Und die klären wir heute. Das hier wird also ein klassisches Q&A-Video, in dem ich eure Fragen beantworte. Also, legen wir los. Fahrschule Damian, wie auch immer, fragt, bist du im Winter an einem Ort oder bist du ständig unterwegs? Campingplätze sind Corona-bedingt dicht. Wo stellt man sich so hin? Ist es einsam? Und bist du bereit, dass Camper bzw. Menschen, die auch gerne mit ihrem Wagen reisen, dich begleiten? So eine Art Kolonne. Eine Menge Fragen. Zur ersten. Ich bin das ganze Jahr über unterwegs. Das heißt aber nicht, dass ich ständig auf großer Reise bin. Wenn ich zum Beispiel wie jetzt gerade an größeren Projekten wie meinen Videokursen arbeite, dann stationiere ich mich an ein, zwei Plätzen mehr oder weniger fest und arbeite dann von da aus. Das spielt sich vorwiegend so im norddeutschen Raum ab, weil hier meine Wurzeln sind und weil meine Freundin Laura und unsere Freunde hier auch wohnen. Campingplätze sind zwar dicht gerade, das ist wahr, aber ich stehe eh nicht auf Campingplätzen, sondern entweder frei oder auch gerne auf Wohnmobilstellplätzen, wo ich mich dann mit Strom und Wasser versorgen kann. Die haben zwar größtenteils im Moment auch geschlossen, aber diese Versorgungs- und Entsorgungsstationen, die sind meistens doch geöffnet. Als einsam empfinde ich mein Leben nicht, auch wenn ich natürlich viel alleine bin. Aber da ich ständig mit irgendwelchen Videos beschäftigt bin und auch nur allein wirklich konzentriert und effektiv arbeiten kann, ist dieses Alleinsein also auch quasi eine Notwendigkeit für meine Arbeit. Aber dazwischen bleibt immer auch genug Zeit noch für Zweisamkeit. Ihr müsst euch also keine Sorgen machen. Zu der Kolonnengeschichte kann ich nur sagen, dass für mich das Schöne am Reisen mit dem Wohnmobil unter anderem die Unabhängigkeit von anderen ausmacht und ich gerne auch mal kurzfristig umplanen oder einfach mal ein oder zwei Tage länger irgendwo stehe, wo es mir gefällt. Das ist in der Kolonne schwierig. Grundsätzlich finde ich es cool, mit anderen unterwegs zu sein. Das Einzige, was halt dagegen spricht, ist die Flexibilität, was die Routen und vor allem die Zeitplanung angeht. Sebastian möchte wissen, wie viele Jahre ist Laura jünger als du und wie habt ihr euch kennengelernt? Warum lebt ihr nicht zusammen im Camper und macht ihr mal einen Livestream zusammen? Laura ist 2 Jahre älter als ich. Sie hat sich einfach super gehalten. Das ist natürlich Quatsch. Sie ist satte 24 Jahre jünger als ich und kennengelernt haben wir uns vor knapp 8 Jahren auf einem meiner Konzerte. Ich war damals ja noch als Musiker unterwegs. Und warum wir nicht zusammen im Camper leben, hat 2 Gründe. Erstens hat Laura Hunde und Pferde, die versorgt werden wollen und zweitens bin ich zu ihrem Leidwesen, oder vielleicht ja auch gar nicht zu ihrem Leidwesen, nicht der Typ, der für das klassische Zusammenleben gemacht ist und schon gar nicht auf so engen Raum wie hier im Wohnmobil. Und Laura gibt mir da zum Glück den nötigen Freiraum. Ein gemeinsamer Livestream. Also Livestreams mache ich ja bisher nur auf meinem 2. Kanal, ne, wo es um die Musik geht und wo ich euch immer montags für 1 Stunde zum Sowomoko, Sascha Ode Wohnmobilkonzert, in mein Wohnmobil hier einlade. Deshalb ist da in absehbarer Zeit nichts geplant. Aber hier auf diesem Kanal machen wir sicher auch in Zukunft mal das ein oder andere Video auch gemeinsam. Jo1965 Achim lobt meine Videos, vielen Dank dafür, und fragt, wie hast du das gelernt? Gar nicht. Jedenfalls nicht in Schulungen, Kursen und so weiter. Ich bin im Grunde in allem, was ich mache, durch und durch Autodidakt. Wenn mich was interessiert, dann versuche ich rauszufinden, wie es funktioniert. Und so bin ich von der Musik zur Fotografie und von der Fotografie zum Filmen gekommen. Und Jo1965 Achim hat noch 2 Fragen zu meinem Wohnmobil. Warum 3 Achsen? Vor- und Nachteile? Und was liebst du an deinem Camper? Was nervt dich? Also die 3 Achsen, die habe ich mir nicht gezielt ausgesucht. Wenn es dieses Fahrzeug mit 2 Achsen gäbe, dann hätte ich mich wahrscheinlich eher dafür entschieden. Ein Vorteil der 3 Achsen sehe ich eigentlich nicht. Außer vielleicht, dass der Aufbau so nicht in der Mitte durchhängt.
Nachteile sind auf jeden Fall die schnellere Abnutzung der hinteren Reifen, weil die beim Rangieren einfach viel mehr auf dem Boden hin und her schleifen, und die Tatsache, dass man bei allen Reparaturen, die mit den Rädern zu tun haben, Bremsen, Stoßdämpfer, Reifenwechsel und so weiter, dass man immer ein paar Euro extra drauflegen muss. Das nervt mich zum Beispiel an meinem Camper, um zu deiner dritten Frage zu kommen. Und lieben, ja, was liebe ich an meinem Camper? Dass er mir die Freiheit gibt, die ich brauche. Aber das ist eher eine Sache, die ich am Vanlife an sich mag und die sich weniger speziell auf mein Wohnmobil bezieht. Ich habe aber auch nie diese Bindung zu meinen Autos gehabt, wie das vielleicht andere haben, die ihren Autos Namen geben oder sowas. Das gibt's bei mir zum Beispiel nicht. Nächste Frage. Fabian fragt, lebst du im Camper? Wie viele Wochen im Jahr bist du unterwegs? Ja, ich lebe im Camper, und zwar schon seit 2012 jetzt mittlerweile. Deine zweite Frage, wie viele Wochen im Jahr ich unterwegs bin, habe ich ja, glaube ich, eben gerade schon beantwortet, ne? Demnächst hoffentlich wieder mehr. R41.de. Dass in den Filmen Nummernschilder von fremden Autos verpixelt werden, ist klar. Warum verpixelst du auch dein eigenes Nummernschild in den Videos? Eine gute Frage. Aber auch die ist schnell beantwortet. Früher habe ich darauf verzichtet, mein eigenes Nummernschild zu verpixeln. Aber mit zunehmenden Views und Zuschauerzahlen habe ich mich dann doch dazu entschlossen, das zu machen, weil ich ja im Wohnmobil lebe und die Adresse, bei der ich gemeldet bin, um mein Auto zuzulassen, somit also nicht meine eigene ist. Macht das Sinn? Ich hoffe. Julia Liaju. Hallo Julia. Möchte wissen, in welche Länder, wo du noch nicht warst, möchtest du noch hin? Kannst du dir vorstellen, auszuwandern und Europa zu verlassen? Es gibt eine Menge Länder, die ich mir noch ansehen möchte. Ganz vorne auf meiner Liste steht zum Beispiel eine Wohnmobiltour durch Kanada und Alaska. Aber auch in Europa gibt es noch eine Menge Ziele, die ich noch nicht kenne und die ich bei Gelegenheit mal ansteuern möchte. Zum Beispiel die Karpaten möchte ich gern mal sehen. Kroatien, Griechenland, Sizilien, Korsika, Island und, und. Es gibt so viele tolle Ecken auf dieser Erde, die es für mich noch zu entdecken gibt, dass ich alle wahrscheinlich in diesem Leben sowieso nicht mehr schaffe. Das ist aber auch nicht schlimm. Mit dem richtigen Blick ist es ja fast überall schön. Fast. Und ob ich mir vorstellen könnte, auszuwandern und Europa zu verlassen? Absolut. Vielleicht auch innerhalb Europas. Im Moment finde ich Schweden sehr interessant, Norwegen sowieso, aber auch Frankreich finde ich super spannend, da bin ich ja immer mal wieder gern. Aber letztendlich ist es für mich sowieso nicht so wichtig, wo ich lebe oder wo ich gemeldet bin, weil ich es sowieso nie lange an einem Ort aushalte und mich immer zumindest in einem gewissen Radius bewegen muss. Vielleicht ändert sich das ja irgendwann mal, aber im Moment zeichnet sich das jedenfalls nicht ab. Die nächste Frage bezieht sich auf meine Musik. Die halte ich von diesem Kanal hier ja einigermaßen fern. Wenn euch auch meine Musik interessiert, dann verlinke ich euch den Kanal in der Videobeschreibung oder ich blende ihn euch hier oben ein. Joachim hat gleich zwei Fragen zu meiner Musik. Erstens, mich würde interessieren, wie du so viele Songtexte, eigene, fremde, deutsche, englische, im Kopf behalten kannst. Und zweitens, ich finde, dass du sowohl beim Sprechen als auch beim Singen sehr sauber artikulierst. Ist dir das in die Wiege gelegt worden oder hast du das gezielt trainiert? Ich habe manche Texte, schreibt er noch, ich habe manche Textstellen von Songs, die ich seit Ewigkeiten kenne, erst durch deinen Vortrag richtig verstanden. Erstmal vielen Dank für das Kompliment. Ich würde mal sagen, sowohl als auch. Ich habe das deutliche Sprechen und Singen nicht gelernt. Aber ich vermute, dass mir eine gesunde Basis wahrscheinlich schon mit in die Wiege gelegt wurde. Und mir war besonders bei deutschen Texten und später ganz besonders bei meinen eigenen deutschen Texten immer sehr wichtig, dass die Botschaft auf sprachlicher Ebene irgendwie auch rüberkommt. Die Musik war für mich, was das betrifft, auch wichtig. Aber Sprache und Gesang waren, wenn es darum ging, immer noch ein kleines bisschen wichtiger. Und Reinhard May war, was das betrifft, immer ein großes Vorbild für mich, auch wenn ich dieses Wort Vorbild eigentlich nicht so gerne mag. Gelernt habe ich das also nicht, aber trainiert schon, denn ich habe mir andere Künstler immer ganz genau angesehen und mir da, glaube ich, eine Menge abgeguckt oder abgehört in diesem Fall. Ja, und wie ich mir diese ganzen Texte merken kann, das ist einfach Übungssache. Ich habe früher fast jeden Tag Straßenmusik gemacht und einige Texte, die ich schon damals gesungen habe, sind unlöschbar irgendwo hier oben fest abgespeichert. Wenn du was über Jahre hinweg jeden Tag machst und übst, dann kannst du es halt irgendwann. Allerdings sind die Texte witzigerweise zum Teil tatsächlich nur in Kombination mit einer Gitarre abrufbar. Die wenigsten Texte könnte ich auf Anhieb so einfach runterschreiben. Das nur mal so als kleines Detail am Rande.
CH on Road möchte wissen, du lebst im Wohnmobil. Richtig, CH on Road. Du lebst im Wohnmobil. Wie machst du das jetzt in der Corona-Pandemie mit End- und Versorgung? Ich glaube, ich habe das vorhin schon gesagt. Die allermeisten Stellplätze sind zwar geschlossen, das ist richtig, aber die Fähr- und Entsorgungsstationen sind meistens trotzdem zugänglich und funktionsfähig. Bis jetzt jedenfalls. Ich hoffe, dass das auch noch eine Weile so bleibt. Wo sind wir? Clemens schreibt, wir beide fahren ja bekanntlich Dinosaurier, Alkoven. Deinen Umbau zum Alkovenschrank finden wir gut. Den hast du sicherlich nicht wie die Garageneinteilung auf dem Baumarktparkplatz gefertigt. Hast du ihn selber gemacht, machen lassen? Wie ist er gebaut? Wie die Einteilung? Was würdest du heute anders machen? Kann man den zurückbauen? Zurückbauen kann man letztendlich fast alles. Aber ich habe das zumindest nicht so konstruiert, dass das vorgesehen ist. Für den Rückbau müsste der Schrank halt raus und ein neues Bett rein. Und doch, ich habe das tatsächlich wie das meiste andere hier auch irgendwo auf einem Parkplatz zusammengebastelt. Was die Ein- und Aufteilung angeht, würde ich jetzt hier in diesem Video nicht zu sehr ins Detail gehen wollen, weil das vielleicht nicht alle so brennend interessiert wie dich. Aber es steht ja immer noch eine Roomtour an, in der ich euch mein ganzes Reich hier zeige. Das werde ich sicherlich so im Frühjahr, denke ich mal, oder im Sommer machen, wenn es wieder ein bisschen wärmer ist. Und dann gehe ich da gerne auch ein bisschen detaillierter drauf ein. Aber Clemens, du hast ja noch eine zweite Frage, was meinen Schnitt und meine Videos betrifft. Du schreibst, ich glaube, es war in Spanien oder Gebirgsfrankreich. Die Kamera zeigt, wie du mit dem Womo für die Tunneleinfahrt Maß nimmst, dich ins Womo setzt und durch den Tunnel fährst. So stelle ich mir das vor, schreibt Clemens. Man fährt an einer Location vorbei, muss sekundenschnell entscheiden, ist das was? Ansonsten vorbeifahren und ärgern oder zurücksetzen. Kamera raus und aufbauen, mit dem Womo losfahren, nach 100 Metern anhalten, zurücklaufen, Kamera holen, zum Womo zurück und weiterfahren. Ist das so? Das macht bestimmt jede Wanderung oder Fahrt doppelt so lang. Ja, so in etwa ist das tatsächlich. In diesem Fall war das, glaube ich, in Norwegen, was du meinst. Vor der Tunneleinfahrt war so ein kleiner Wendeplatz, da habe ich gehalten und die Kamera aufgestellt, bin mit der Nase in den Tunnel reingefahren und habe dann zurückgesetzt, um die Kamera zu holen. Das war da kein Problem, weil das mitten in der Pampa, mitten in den Bergen gewesen ist und weit und breit kein Mensch und Auto zu sehen war. Dann habe ich die Fahrt durch den Tunnel gefilmt, habe hinter dem Tunnel gehalten, die Kamera aufgestellt, bin rückwärts vor den Tunnel gefahren, also vor die Tunnelausfahrt und dann vorwärts an der Kamera vorbei. Im Schnitt sieht das dann nachher so aus, als hätte ich eine Kamera an der Tunneleinfahrt und eine an der Tunnelausfahrt stehen gehabt. Aber ja, du hast recht, durch solche Einstellungen wird natürlich jede Fahrt und jede Wanderung zwar nicht doppelt so lang, aber zumindest um einiges länger. Wenn man es eilig hat, dann kann man sowas nicht machen. Habe ich aber nicht. Tobias schreibt, was mich sehr interessieren würde, dir mal beim Bearbeiten eines Videos über die Schulter zu sehen. Wie ist dein Premiere Pro Workflow? Grüße aus dem Schweizer Emmental. Grüße an dich zurück, lieber Tobias. Hier jetzt meinen Workflow in Premiere Pro zu zeigen, würde die Länge dieses Videos wahrscheinlich sprengen. So ein kleines bisschen habe ich das aber schon mal in diesem Video hier angerissen, in dem ich über das Filmen mit dem Smartphone sprech. Hier oben oder in der Videobeschreibung findest du den Link auch. Aber Tobias, vielleicht ist das ja mal ein Thema für ein eigenes Video. Vielleicht interessiert das ja auch noch den einen oder anderen von euch. Wer weiß. Habe ich jedenfalls mal notiert. Hartmut fragt, ist dein Wohnmobil bereits neu beschriftet? Wenn ja, wie? Wenn nein, wie soll es demnächst aussehen? Nein, mein Wohnmobil ist noch nicht wieder neu beschriftet, aber zumindest habe ich mir schon mal ein neues Layout überlegt und auch die ersten Klebeversuche schon gestartet. Zum Kleben ist es da draußen im Moment aber viel zu kalt. Aber spätestens im Frühjahr, wenn es wärmer wird, dann werde ich dieses Projekt auf jeden Fall angehen. Und diesmal wird es auch ein bisschen schlichter als die Male davor, das Layout. So viel kann ich schon mal verraten. Ich glaube aber, dass das trotzdem ziemlich geil aussehen wird. Mehr verrate ich noch nicht. Finn schreibt, du hast dich früher oder später dazu entschieden, mit dem Arbeiten aufzuhören. Da das ja in dieser Welt leider auch eine finanzielle Herausforderung ist, wäre es spannend zu erfahren, was dich dazu bewegt hat, diesen Weg zu gehen und wie es dir gelungen ist, damit so erfolgreich zu sein. Herzlichen Gruß aus Kassel. Finn, in gewisser Weise hast du natürlich recht, wenn du schreibst, dass ich mich irgendwann dazu entschlossen habe, mit dem Arbeiten aufzuhören. Aber nur, wenn es darum geht, für einen Vorgesetzten zu arbeiten. Arbeiten muss ich natürlich trotzdem. Mir macht meine Arbeit aber viel Spaß. Das ist der Unterschied. Und für mich hat immer schon die Selbstbestimmung einen viel höheren Stellenwert gehabt, als viel Geld zu verdienen. Und du hast auch recht, wenn du schreibst, dass ich damit erfolgreich bin. Aber es ist immer eine Frage dessen,
wie du Erfolg definierst. Ist Erfolg für dich, viel Geld zu verdienen und dir alles leisten zu können? In diesem Fall musst du nämlich so viel Zeit mit dem Geldverdienen verbringen, in der Regel jedenfalls, dass du gar keine Zeit mehr hast, es auszugeben. Oder bedeutet Erfolg für dich, glücklich und zufrieden mit dir selbst zu sein? Ich glaube, dass Erfolg, wie die meisten ihn definieren, eher Erfolg nach außen ist und die Leute darüber nachdenken, wie andere ihren Erfolg sehen und definieren. Wirklicher Erfolg ist aber meiner Meinung nach eher der Erfolg nach innen. Erfolg nach innen kann aber trotzdem natürlich immer eine finanzielle Herausforderung sein. Die Frage ist, wie du deine Prioritäten setzt. Möchtest du, dass andere von dir denken, du seist erfolgreich, oder möchtest du für dich nach innen erfolgreich sein? Ich glaube übrigens, dass wenn man den Erfolg nach innen definiert, dass der Erfolg nach außen irgendwann von ganz alleine kommt. Das ist ein abendfüllendes Thema und sehr interessant, wie ich finde. Vielen Dank für diese Frage. Vielleicht mache ich da ja mal ein ganzes Video draus. Nadine fragt, ich finde die Luftaufnahmen mit deiner Drohne ganz großartig. Welches Modell nutzt du dafür? Ich habe eine Mavic Pro 2 von DJI. Allerdings gibt es seit Januar ein europaweites Drohnengesetz, das vorschreibt, dass jede Drohne registriert werden muss und man für Drohnen über 250 Gramm außerdem einen Drohnenschein braucht, den man aber online machen kann. Für sogenannte Bestandsdrohnen, also Drohnen, die man bis Ende des Jahres schon in seinem eigenen Bestand hatte, gelten bis 2023, glaube ich, noch gesonderte Regelungen. Aber da ich mich lieber mit der Filmerei an sich beschäftige, als mit irgendwelchen Gesetzen, die sich ja sowieso ständig ändern, bleibt meine Drohne inzwischen eigentlich im Auto. Ich habe mir zwar Ende des Jahres die DJI Mini bestellt, habt ihr vielleicht in meinem Video gesehen, weil die unter 250 Gramm wiegt und deshalb auch ohne Schein geflogen werden darf. Registrieren muss man sie trotzdem, das ist ja auch nicht so wild. Aber ich habe sie trotzdem gleich wieder zurückgeschickt, weil ich nicht wirklich das Gefühl habe, dringend eine Drohne zu brauchen. Das ist ein nice to have, aber ein schlechtes Video wird durch eine Drohnenaufnahme auch nicht besser. Und somit ist für mich eine Drohne keine wirkliche Notwendigkeit. Ich sehe das nicht als Notwendigkeit. Wenn du eine Drohne kaufen möchtest, dann kauf dir die Mini 2 von DJI. Die kannst du nach der Registrierung auch ohne Flugschein fliegen und sie hat ein super Bild. Wir kommen zur letzten Frage und die kommt von Ingo Erik. Per E-Mail hat er sie mir geschickt. Ingo schreibt, eine Sache interessiert mich besonders. Wie kommt man von der EDV zur Straßenmusik? Ich habe eine gewisse Vorstellung von einem EDVler und ich habe eine Vorstellung vom Straßenmusiker. Irgendwie passt das nicht so ganz zusammen. Wie ist das passiert? Steckte da eine Frau dahinter oder war das jugendlicher Leichtsinn? Man kann das schon als jugendlichen Leichtsinn bezeichnen, aber ich glaube, dass ich den nie wirklich verloren habe. Ich habe das vorhin ja schon gesagt, für mich hatte immer das persönliche Glück einen viel höheren Stellenwert als finanzieller Erfolg. Auch wenn es viele, viele Jahre gedauert hat, bis ich das erkannt habe. Erst als ich während meiner Ausbildung zum Programmierer, ja, ich komme tatsächlich aus der EDV, zur Straßenmusik gekommen bin. Denn plötzlich habe ich gesehen, dass man auch mit einer Sache Geld verdienen kann, an der man noch mehr Spaß hat als am Programmieren. Auch wenn das schwer vorstellbar ist. Und die einem nicht vorschreibt, wann man wo und wie lange zu sein hat. Und da war ich sozusagen verloren. Ich habe also mein Hobby zum Beruf gemacht, ganz klassisch. Und selbst als EDV-Nerd kann man Musik ja irgendwie auch als Hobby haben, oder? Glaube ich. Aber ein kleines bisschen hatte meine damalige Entscheidung vielleicht auch mit der Frauenwelt zu tun. Liebe Leute, ein langes Video ist das geworden. Aber das finde ich so cool an dieser Community. Ihr interessiert euch nicht nur für die Themen, mit denen sich mein Kanal beschäftigt, sondern offenbar auch für die Geschichte, die dahinter steckt. Deshalb löchert mich gerne auch weiterhin mit euren Fragen und wer weiß, vielleicht machen wir sowas wie das hier dann ja nochmal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.